Hallo Leute und willkommen zurück zum Profi-Walkthrough von Dark Souls 3. Wir haben den ersten Aschefürsten erledigt, die Wächter des Abgrunds. Da können wir jetzt auf den Thron dieser Burschen die Asche platzieren. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Welcher ist es denn? Ich glaube da oben mit den Schwertern, richtig. Um schon mal den ersten der fünf Throne zu aktivieren. Um zumindest einen kleinen Teil der Story erledigt zu haben. Da sind sie. Und außerdem sollten wir, bevor wir jetzt ins nächste Gebiet gehen, in die Karthus-Katakomben, mit diversen NPCs sprechen. Hauptsächlich vor allen Dingen hier oben mit Anri, die zusammen mit Horace hier angekommen ist und einfach mal vorbeischaut. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farren Keep and so becomes our destination. Sie werden sich jetzt wieder auf die Reise begeben. Horace ist nach wie vor sehr gesprächig. Und wir werden sie gleich in den Karthus-Katakomben wieder treffen. Das passiert allerdings nur, wenn man tatsächlich hier im Feuerbandschrein mit Anri kurz gesprochen hat. Immer mal wieder kann es vorkommen, dass diese junge Dame hier auftaucht. Und so wie das der Fall ist, unbedingt ansprechen. Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. If you should require assistance, use my sign. Blessing of the moon upon your journey. Das ist Cyrus und durch dieses Gespräch aktivieren wir nicht nur die Möglichkeit, sie bei bestimmten Bossen zur Hilfe zu rufen, sondern auch eine Questreihe, in der wir ihr beistehen bei einem Kampf gegen ihren Erzfeind, später im Spiel dann. Ein sehr cooler Kampf. Und da wir ja im Verlauf des Spiels so einige Schriftrollen und Folianten gesammelt haben, können wir die jetzt hier auch bei unseren Magiern verteilen. Da unten sitzt ja die einsame Irina, unsere Wunder- oder unsere Klerikerin, und ihr kann man entsprechende Bücher in die Hand drücken. Und zwar den von Karim, da kommt sie nämlich her. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Nun haben wir auch ihr Portfolio an Wundern erweitert, die wir hier kaufen können. Sehr coole Sache. Man kann ja auch noch dunkle Folianten übergeben, was allerdings nicht so toll ist, weil sie da vor Angst hat. Da gibt es einen anderen NPC dafür. Dann haben wir noch unseren Magier, der mit Schriftrollen viel anfangen kann. Nur, falls ihr euch erinnert, den Magier, den haben wir in der im Pfad der Opferung gefunden und wir waren ihm zu dumm, wir hatten zu wenig Intelligenz. Wenn man 10 Intelligenz oder mehr hat, dann erklärt er sich bereit, in den Feuerbandschrein zurückzukehren und dann wird er hier sein. Und ihm kann man dann die Schriftrollen übergeben und damit eben auch Sprüche bei ihm kaufen. Ihm gegenüber sitzt der Pyromant, den wir in der Untotensiedlung befreit haben. Oh, there you are, unkindled one. I am pleased to have a pupil as dedicated as you. Und ihm können wir natürlich sämtliche Folianten übergeben, die irgendwas mit Pyromantie zu tun haben. Yes, here we are. It's been long indeed. With this I can teach you more sophisticated pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. Auch er erweitert dann damit sein Sortiment. Perfekt. Nun haben wir alles erledigt. Nun können wir am Leuchtfeuer noch kurz überprüfen, ob wir noch irgendwie einen Knochensplitter haben, den wir verbrennen können. Jawohl. Und dann geht's endlich ins neue Gebiet. Direkt vom Leuchtfeuer der Abyss Watchers, also der Wächter des Abgrunds, geradeaus geht's hier die Treppe runter, gleich eben in das nächste Gebiet, die Katakomben von Karthus. Das ist eines der etwas kleineren Gebiete in Dark Souls 3, allerdings ein durchaus sehr gefährliches, weil hier
Ein paar Gegnertypen warten, die vor allem Dark Souls 1 Spieler kennen und / lieben gelernt haben. Vor allem hier die Skelette. Und genauso wie im ersten Teil kann es sein, dass diese Skelette, wenn man sie einmal umgehauen hat, nicht umgehauen bleiben, sondern einfach mal kurz danach sofort wieder aufstehen. Erkennbar daran, dass man einfach keine Seelen bekommt, wenn man sie umhaut. Beim zweiten Mal bleiben sie allerdings dann tatsächlich liegen. Das trifft hier in Dark Souls 3 allerdings nicht auf jedes einzelne Skelett zu. Es gibt auch welche, die tatsächlich schon beim ersten Umhauen auch tot bleiben. Muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass sie einem in den Rücken fallen. Das ist der nächste neue Gegnertyp. Solche Schattenkrieger. Und warum Schatten? Weil sie sich nämlich unsichtbar machen können, wenn sie auf einen zurollen. Was es sehr schwer macht, auf ihre Angriffe zu reagieren. Außerdem verteilen sie Blutungsschaden. Also Vorsicht. Hier vorne warten schon die nächsten Skelette. Die werden beschützt durch einen Armbrustschützen, der hier gleich oben um die Ecke kommt. Deswegen schön zurücklocken und einzeln angreifen lassen. Und auch wenn der nur einen Arm hat hier, trotzdem nicht unterschätzen. Auch hier einfach kurz warten und überprüfen. Aber der hat schon ein Item fallen lassen, der wird also sicher nicht mehr aufstehen. Und da kommt auch schon der Bogenschütze, da oben steht er. Den holen wir uns auch noch. Hier drinnen in dieser Halle gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten weiterzugehen. Die cleverste ist hier gleich die Treppe rauf. Und dann hier gleich nach hinten laufen, weil hier nämlich ein Bogenschütze wartet, der ganz schön auf die Nerven geht, wenn man ihn nicht beachtet. So, nun sind die Katus-Katakomben nicht nur gespickt mit Skeletten, die einen überall angreifen. Man muss also auch hier überall auf so Knochenhaufen achten, weil die sich zum Teil halt einfach materialisieren und sich zu Skeletten zusammenbauen, sondern auch verfallen. Und die werden durch Druckplatten ausgelöst, wie diese hier. Ich mache das mal einfach mal zur Schau, drauf, zur Seite und dann kommen Brandpfeile angeschossen. Diese Fallen, die lassen sich immer und immer wieder auslösen, also Vorsicht. Man kann damit auch zwar Feinde verletzen, allerdings auch sehr häufig sich selber. Deswegen immer einen schönen Blick auf den Boden halten, um auf diese Druckplatten zu achten. Hier die Leiter runter, wartet eine Seele. Und dann hier ums Eck ein weiterer von diesen Schattenkriegern. Das ist allerdings jetzt die gefährlichere Variante von denen, die wir bisher kannten. Denn diese Typen sind ein bisschen agiler. Sie haben Messer, mit denen sie werfen. Und sie können sogar kurzzeitig, ja, fast schon fliegen, wenn man es so nennen will. Und sie futtern einem die Ausdauer weg, dass es nicht mehr feierlich ist. Am besten von langsam hinten anschleichen und versuchen, einen Backstab auszulösen. Na, das klappt ja nicht. Ihr seht schon, der Typ ist sehr flink, er wirft aus der Distanz Messer. Wenn er trifft, zieht er ganz schön Ausdauer ab, deswegen im besten Falle umkreisen und von hinten attackieren und weiter draufschlagen. Ihn nicht mehr zu Atem kommen lassen. Ein sehr gefährlicher Bursche. Und du auch da, ne? Autsch. Das gibt jetzt ein Schussduell, ne? So, das war's mit dir. Nun gibt's hier eine gefakte Wand. Einmal draufschlagen und schon offenbart sie ihr Geheimnis. Du bleibst doch sicher nicht tot. Na? Wusste ich's doch. Wunderbar. Ein neuer Foliant.
Ihr wisst ja jetzt, wem ihr diese Folianten geben könnt. Und hier stand eben dieser Bogenschütze, der uns so genervt hat. Ansonsten gibt's hier nichts mehr. Hier vorne in dieser Halle warten zwei weitere von diesen Schattenkriegern. Man sollte möglichst einen anlocken, weil der andere patrouilliert weiter links im Raum. Und wenn sie beide auf einen aufmerksam werden, dann wird's fast nicht machbar. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen und hoffen, dass er jetzt angerannt kommt. Wo ist er denn hin? Vermutlich ist er ins Loch gefallen. Das würde mich ja sehr freuen. Auch für die Jungs mit dem dicken Breitschwert gilt die Regel, am besten umkreisen, ihn auspowern lassen und dann möglichst einen Backstab auslösen. Ihr seht, die haben sehr viele Leben. Und danach einfach komplett draufhauen, ohne sie zu Wort zu kommen lassen. So, wo ist jetzt dein Kollege? Läuft er hier noch rum? Eventuell ist er tatsächlich ins Loch gefallen. Sehr gut. Wenn wir hier die Treppe raufgehen, kommen wir auch in einen Hinterhalt mit zwei Skeletten. Einfach sofort umtreten, noch bevor sie die Chance haben können, aufzustehen. Und hier oben ist der Bereich, wo wir zuvor hineingekommen sind. Wo ich meinte, hier gibt es viele Möglichkeiten weiterzugehen, aber es wäre am cleversten, hier erstmal die Treppe raufzukommen. Jetzt haben wir wieder alles beisammen. Schönes Leveldesign. Hier hinten nehmen wir noch eine kleine Titanitscheibe oder im Grunde sogar zwei mit. Und dann geht es hier den Flur entlang. Und natürlich auch warten auch hier wieder ein paar Skelette, diesmal sogar vier Stück. Nicht unterschätzen. So wie ich gerade. Auch wieder überprüfen, ob sie wirklich liegen bleiben. Tun sie, sehr schön. Die haben es gelernt. Und wenn ihr im Feuerbandschrein mit Anri geredet habt, wird sie hier stehen und ist offenkundig ziemlich traurig oder besorgt. Mal sehen, was passiert ist. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word. I beg of you. May the flames guide your way. If you happen upon Horace, that I remain in the catacombs. Also, Horace und Anri haben sich trennen müssen aufgrund eines Hinterhalts und er ist irgendwo verschwunden und wir sollen ihn finden. Mal sehen, ob wir ihn tatsächlich finden und ob wir auch Anri wiederfinden. Hier wartet ein Crystal Lizard. Keine Sorge, wenn er weglaufen sollte und hier runterfallen sollte, das passiert meistens. Allerdings stirbt er dann oder bekommt dann das Funkeltitanit trotzdem. Also nicht hinterher rennen, da wenn man da runterfällt, ist man tot. Nun denn, dann gehen wir den Flur wieder zurück. Tschüss André, bis später. Und das war jetzt der leichte Teil der Katakomben. Jetzt geht's in den schweren. Und jeder, der Dark Souls 1 gespielt hat und sich durch Sens Festung geärgert hat, der kennt diese Art von Falle noch sehr gut. Da kommt sie. Autsch. Eine riesengroße Kugel. Diesmal besteht sie nicht aus Stein, sondern aus Knochen. Und sie rollt nicht nur runter, sondern rollt auch endlos wieder hoch und wieder runter. Die ganze Zeit. Deswegen Vorsicht. Man kann sie
tatsächlich deaktivieren und das passiert gleich hier hinter dieser Tür. Wir warten jetzt nur noch mal, bis sie wieder hochrollt. Denn direkt gleich hinter dieser Wand steht ein Skelett mit einem Hut auf dem Kopf und den müssen wir umhauen, bevor er wegrennt. Weil der rennt jetzt nämlich gleich weg. Und dann rollt die Kugel für ewig weiter. Der Vorteil ist, wenn wir ihn jetzt hier umhauen und kurz warten, rollt die Kugel weiter und zerschellt jetzt hier an diesem Gitter und offenbart einen richtig tollen Gegenstand. Nämlich einen Knochensplitter, mit dem wir unsere Estus-Flakons verstärken. Juhu! Gut, hier warten jetzt wieder weitere Skeletthinterhalte und diesmal gibt es jetzt einen neuen Skeletttyp, nämlich Magier, die mit Dunkelschaden um sich schießen. Und zwar ist es der hintere hier, den als allererstes angreifen. Und nie vergessen darauf zu achten, ob sie wirklich liegen bleiben. Der steht nämlich tatsächlich wieder auf. Und schafft sogar noch Zauber zu wirken. Die unterbrechen die eigenen Angriffe, sind also sehr gefährlich. Vorsicht. Da ist schon der nächste von diesen Scherzkeksen. Du bist tot, bleibst tot. Sehr brav. Hier hinten, hinter diesem riesen Urnenhaufen, wartet ein Item. Da kommt man durchaus hin, indem man die Urnen kaputt schlägt. Allerdings solltet ihr darauf achten, wirklich nur die großen Urnen kaputt zu schlagen, weil aus den kleinen eben diese lilanen Dunkelschaden-Viecher angeflogen kommen. Und ihr habt ja gesehen, wie viel Schaden die anrichten. Deswegen hier wirklich ganz gezielt gucken, wo roll ich lang. Denn wenn man unvorsichtig ist und wie der Elefant im Porzellanladen vorgeht, passiert das. Immer in Bewegung bleiben und dann geht das schon. Der Cartus-Milchring, den gucken wir uns mal an. Erhöht die Geschicklichkeit leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Das ist genau der Ring, den diese Schattenkrieger hier tragen. Dass man im Grunde, das ist vor allen Dingen im PvP eine sehr lustige Angelegenheit, den Gegner zu ärgern, dass man beim Rollen einfach unsichtbar wird, was es schwerer macht, auf Verteidigung und Angriff zu reagieren. Auch hier wieder überall Druckplatten im Boden, wie zum Beispiel hier gleich. Deswegen lieber umgehen. Und jetzt kommt ein gemeiner Bereich. Hier wartet ein Schattenkrieger mit Breitschwert und zwei Skelette materialisieren sich links und rechts neben ihm und beide können diese Dunkelschadensprüche deswegen anlocken, möglichst schnell draufhauen und dann das Weite suchen und den großen Dicken am besten hier in diese Falle locken. Richtet schon ordentlich Schaden an. Gell? Autsch. Er auch. Die Jungs sollten dringend mal eine Aggressionstherapie machen. Nun haben wir noch einen von diesen Dunkel-Magie-Schaden-Scherzkeksen hier rumstehen. Da kommt er. Aber der bleibt tot. Und hier sind schon die nächsten beiden. Hier am besten einen einzeln anlocken durch Pfeil- und Bogenbeschuss. Weil ihr seht ja, die sind schon alleine eine ganz schöne Herausforderung. Und wenn sie zu zweit kommen, dann hat man einfach nicht genug Ausdauer, um beiden Herr zu werden. Der ist ein bisschen zickig, aber mit Geduld und Spucke komme ich auch bei ihm in seinen Rücken, kann seine Angriffe unterbrechen. Perfekt. Diese Gegend hier ist übrigens super dafür geeignet, um kleine Titanitscherben zu farmen, weil die Gegner hier im Grunde fast zu 100% immer so ein Ding fallen lassen.
Allerdings ist man auch hier so langsam in einem Bereich des Spiels, wo man kleine Titanitscherben eigentlich nicht mehr braucht. Es sei denn, man möchte Zweit-, Dritt- oder Viertwaffen hochzüchten. Dann kann man hier tatsächlich in die Kartus-Katakomben kommen und wird glücklich. Hier bitte nicht runterfallen, da gehen wir gleich runter, aber zuvor aktivieren wir noch ein Leuchtfeuer, das hier wartet. Aber Vorsicht! Hier wartet auch ein weiterer von diesen lustigen Kugelbollen. Hier noch das Item einsammeln. Kurz zurücklaufen, wieder warten. Ach, das reicht. Hier geradeaus und nach links. Und schon haben wir hier unser Leuchtfeuer. Nun sollten wir kurz in den Feuerbahnschrein zurückkehren, um die Asche zu verbrennen, damit wir stärkere Estus-Flakons haben. Das machen wir kurz. Und schon sind wir wieder zurück und können den Rest der Kartus-Katakomben ergründen, erkunden. Und so weit ist es gar nicht mehr bis zum Boss. Hallo. Aber jetzt lernen wir einen weiteren Gegnertyp kennen, den Dark Souls 1 Spieler schon kennen und lieben. Aber erst müssen wir uns mit diesen respawnten Schattenkriegern auseinandersetzen. Und beide gleichzeitig sind halt, wie gesagt, eine ganz schöne Herausforderung. Vor allen Dingen in diesem engen Flur, wo man kaum manövrieren kann. Also bitte Vorsicht walten lassen. Und wie gesagt, kleine Titanitscherben ohne Ende. Gut, hier unten warten nämlich die aus dem ersten Teil bekannten und gehassten Räderskelette, die hier, die sofort auf einen zurollen und einen überrollen, wenn sie einen sehen. Gott sei Dank, muss man sagen, sind sie hier in Dark Souls 3 lange nicht mehr so eine Bedrohung wie im ersten Teil. Trotzdem sollten wir möglichst hier oben so viele von ihnen mit Pfeil und Bogen oder anderen Distanzwaffen den Garaus machen, statt runterzuspringen, weil da unten warten 3 oder 4 von diesen Burschen und dann wird es vielleicht doch ein bisschen knifflig. Trau dich raus. Genau. Das war Nummer 1. Mal sehen, ob wir noch einen weiteren von hier oben erblicken. Jawohl. Nun denn, versuchen wir es einfach mal. Die Burschen sind sehr feueranfällig, also ein Hohelied, auf den der entsprechende Waffen dabei hat. Aber insgesamt haben sie tatsächlich nicht so viele Leben und sind mit ein paar Axthieben durchaus schon kaputt. Aber von ihnen sich treffen lassen sollte man nicht. Außerdem hängen hier überall an der Decke solche Teerklumpen, die man zum Beispiel schon aus den Untiefen im ersten Dark Souls kennt, die sich runterfallen lassen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Auch diese Burschen sind sehr feueranfällig. Wenn man jetzt keine normale Feuerwaffe hätte, müsste man hier ungefähr 10-mal draufschlagen, bis sie platt sind. Um sie aus wirklich sicher umzuhauen, sollte man ihnen einfach einen Schuss mit einem Pfeil verpassen, damit sie runterfallen. Und dann aus der Nähe. Sie teilen nicht viel Schaden aus, wenn sie mal runtergefallen sind. Da sind sie eigentlich leichte Beute. Man darf sich nur nicht von ihnen auf den Kopf hüpfen lassen. Und hier hinten wartet der Kartus Blutring. Erhöht die maximale... Nein, das ist der Leben. Verstärkt Unbesiegbarkeit beim Rollen auf Kosten der Abwehr. Nun ja, ein Pro und ein Contra innerhalb eines Ringes. Hier, wenn ihr hier durch diesen Bereich lauft, immer an die Decke gucken, ob hier noch irgendwo diese Teerklumpen hängen.
Da sind nämlich zum Beispiel schon wieder ein paar. Man kann sie auch hängen lassen und dran vorbeirennen, weil wirklich schnell sind sie nicht. Das sind so ziemlich die lahmsten Feinde, die es im gesamten Spiel gibt. Also keine Angst davor, dass die einen verfolgen. Aber es sind ja auch leicht zu holende Seelen, ne? Genau. Natürlich bin ich jetzt hier auf ein Item hereingefallen, was beschützt wurde durch diesen Burschen. Und ihr seht, wenn sie einem auf den Kopf fallen, das kostet ganz schön Lebenspunkte. Und keine Kanalisation ohne Ratte. Bibi-Ratte und Mama-Ratte. Komm her. Die ist wirklich sehr, sehr eklig. Hier ist wieder diese Kugelfalle, vor der wir vorhin davongelaufen sind. Und wenn wir ihr hier hinterherlaufen würden, kämen wir auf kürzestem Weg zum Leuchtfeuer zurück. Also gut merken, das ist eine sehr schöne Abkürzung, aber auch eine etwas gefährliche. Hier unten haben wir auch eine Abkürzung, die ist allerdings noch abgeschlossen, von dieser Seite natürlich. Und der Schalter sehen wir hier auf der anderen Seite. Da kommen wir dann gleich hin. Und jetzt haben wir es mit einem KI-Invasor zu tun. Er hat ein dickes Breitschwert. Hier ist es ein bisschen eng, um sich mit ihm anzulegen. Deswegen schön zurückweichen. Und jetzt können wir. Autsch. Jetzt rennen wir mal Richtung Leuchtfeuer. Vielleicht treffen wir ihn A durch die Kugel und B können, falls wir sterben sollten, upsala, sind dann ein bisschen näher an unseren Seelen dran. Na, das hat doch geholfen. Versucht auf jeden Fall zu vermeiden, euch von ihnen treffen zu lassen, weil dieses Breitschwert gehört zu den besten des Spiels und das macht halt einfach mal kurzen Prozess. Wir sind wieder zurück. Rennen der Kugel hinterher. Und nun geht's hier links weiter. Und Vorsicht, da hinten wartet mal wieder einer unserer heißgeliebten Schattenkrieger, und zwar die von der gefährlichen Sorte, die so rumspringen und Wurfmesser haben und insgesamt halt einfach keine netten Gesellen sind. Nun finden wir hier eine sehr versteckte, unsichtbare Wand. Und hier oben wird es jetzt richtig gefährlich, weil gleich mehrere von diesen Burschen auf uns warten. Da ist er schon, der erste. Okay, jetzt aufpassen, weil das ist einer von denen, die wohl wieder aufstehen. Selbst die können das wieder. Als ob die nicht schon schwer genug wären. Am besten hinter ihm platzieren und gleich mit einem Backstab bestrafen. Das sah jetzt leichter aus, als es tatsächlich ist. Vor diesen Typen muss man wirklich Respekt haben. Hier die Asche ist für unsere Schreinmaid-Super. Damit erweitert sie ihr Sortiment. Und da vorne wartet schon der nächste.
Ausdauer zu regenerieren, empfehle ich einfach, um diese Säulen zu rotieren, um Distanz zwischen euch und diesen extrem heftigen Typen zu bringen und dann im richtigen Moment zuschlagen, wenn er selbst ausgepowert ist. Weil selbst ihm geht irgendwann mal die Ausdauer aus. Da vorne ist der dritte und letzte. Der ist noch die geringste Gefahr, weil er nämlich mit Pfeil und Bogen bewaffnet ist. Und so viel wie seine Kollegen hält er auch nicht aus. Und der Typ ist Herr und Meister über die rollende Kugel. Wenn wir ihn umhauen, so wie vorhin, geht auch die Kugel kaputt. Die wollte es noch einmal nach oben rollen und dann wieder nach unten, hier an der Wand zerschellen und dann ist hier endlich Ruhe. Achtung, Falle. Hier hinten am Ende dieser Halle geht's rechts weiter und gleich hier ums Eck wartet ein Crystal Lizard. Deswegen losrennen, markieren, Sprungattacke und ihm mit einem Schlag den Rest geben. Und bevor wir uns mit diesem Typen hier anlegen, biegen wir hier kurz mal rechts ab. Am besten schleichend, ganz vorsichtig. Und aktivieren eben jeden Hebel, den wir vorhin durch dieses Gittertor gesehen haben. Perfekt. Das ist der letzte größere Brocken, der uns vor dem Boss erwartet. Der Boss wartet direkt dahinter, nach dieser Hängebrücke. Und zwar ist das Hochfürst Volnir. Den werden wir jetzt im nächsten Video erledigen. Wir haben jetzt hier die Kartus-Katakomben komplett abgegrast. Deswegen sage ich schon mal Tschüss. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Hochfürst Volnir umhauen. Bye, bye.